Filme. Jeder schaut sie, jeder kennt sie. Seit seiner Geburtsstunde vor 120 Jahren hat der Film eine rasante Entwicklung vollzogen und die Welt im Sturm erobert. Doch jeder aktuelle Kinofilm baut auf früheren Filmen auf, setzt Gelerntes fort oder zitiert alte Vorbilder. Es gäbe keinen Tarantino-Western, ohne dass es nicht auch Billy the Kid aus den 20er Jahren gegeben hätte. Die Deutsche Filmakademie will das Wissen über die Kunstform Film an den Schulen fördern. Unterricht hat angefangen! Was wäre er denn jetzt? Filmunterricht war lange Zeit gerade in Deutschland sehr ein Stiefkind, kann man sagen. Was eigentlich interessant ist, denn wir haben ja Kunstunterricht und es würde kein Mensch drauf kommen, dass man Musikunterricht nur Lady Gaga macht. Da ist selbstverständlich Mozart dabei oder die Beatles. In unserer Filmklassikerreihe Klassiker sehen, Filme verstehen, werden Schülerinnen und Schüler aus allen Teilen Deutschlands in einer zweijährigen Kooperation intensiv mit dem deutschen und internationalen Filmerbe vertraut gemacht. Wer war Fritz Lang? Was hat er für Filme gemacht? Aber auch Hitchcock, Truffaut oder eben auch Ridley Scott. Anhand verschiedener Themenfelder analysieren und diskutieren Schüler Filmklassiker und ihre Entstehungsgeschichte. Wir haben jetzt 6 sehr unterschiedliche Programme, wo wirklich die Filmgeschichte mehr oder weniger in ihrer Gänze abgedeckt wird. Wie sah die Jugendkultur in den 50er Jahren aus? Wie ist der Vampirfilm entstanden? Wie funktioniert eigentlich ein Animationsfilm? Was macht einen echten Western aus? Wer sind die Meister des Suspense? Und wie viel Zukunft steckt in Science Fiction? Was bedeutet das jetzt? Unterricht. Ausgangspunkt ist eine Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer zur Vermittlung von Filmklassikern im Unterricht. Einmal in das Programm, wie das abläuft, aber zum anderen auch in Filmsprache, also ein paar Grundkenntnisse zu vermitteln. Für mich war es auch interessant zu sehen, dass man da schon mal so einen Einstieg ein bisschen in die Filmgeschichte hatte und auch schon etwas über filmische Mittel erfahren hat. Welche Ebenen gibt es, mit denen ich arbeiten kann? Wie komme ich auch ins Gespräch mit den Schülern? Ich lerne sehr viel und kann das auch weitergeben und das ist schön. Herzstück der Reihe ist der Kinobesuch mit der Schulklasse. 2 Jahre lang werden pro Halbjahr jeweils 2 ausgewählte Filmklassiker gezeigt. Wir zeigen Double Features als Reminiszenz an die Filmgeschichte. Das gab es ja früher eigentlich immer. Mit Fragen davor, danach, mit einem Gespräch. Ja, also es ist schon eine Form von interaktiv. Aber die Schüler bringen da ganz viel Eigenes mit und auch nochmal auf eine andere Art, als wenn es um Texte geht. Bei dem ersten Film haben wir ja auch zum Beispiel erfahren, wie das alles gemacht wurde mit den Special Effects und sowas. Der ist ja von 22, also fast 100 Jahre alt und dafür finde ich es schon ziemlich krass, was eigentlich damals, was die Leute auch auf die Beine stellen konnten. Nach der Kinovorstellung besucht ein Filmpädagoge die Klasse in ihrer Schule. Diese Art, mit Licht und Schatten zu arbeiten, kam dann Film Noir runter. Die Schüler beschäftigen sich mit stilistischen und inhaltlichen Besonderheiten der beiden Klassiker und anderen Bezugsfilmen. Da gibt es dann in der Regel so um die 12 bis 15 Filme, mit denen die Schüler arbeiten können. Zum Beispiel zu den Vampiren wirklich ein Querschnitt von Stummfilm bis heute mit verschiedenen Stationen, wo man einfach sieht, wie sich das entwickelt hat. Früher Tonfilm, 50er Jahre, 70er Jahre, heute. Ich fand die eigentlich richtig gut, die Filme. Also ich war ganz überrascht. Man sieht ja immer nur jetzt diese Hollywood-Blockbuster, die natürlich komplett anders sind als jetzt ein Film von 1950 oder so. Wenn es den Film nicht auf DVD gibt, dann ist es ein Scheißfilm. Zum Abschluss dokumentieren die Schüler ihre Ergebnisse in einer Projektarbeit und bewerten ihr Filmerlebnis. Ja, ich finde dieses Projekt sehr spannend, weil wir halt viele Filmklassiker kennenlernen. So viele verschiedene Filme sehen können, auch ganz viele ungewöhnliche Filme. Ich glaube, das nimmt man auf jeden Fall daraus mit, dass sich solche alten Filme lohnen. Dieses bewusste Hinsehen ermöglicht eben erst zu schauen, wie sich das über Jahrzehnte oder jetzt über 100 Jahre im Prinzip entwickelt hat. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir permanent von Bewegtbildern umgeben sind, ist es wichtig, jungen Menschen Hilfsmittel an die Hand zu geben, diese Mittel zu erkennen, zu entschlüsseln und damit umzugehen. Klassiker sehen, Filme verstehen.